heute bei FCK TV unsere drei Torhüter. Herzlich willkommen. Kommt gerade frisch vom Training. Tobi, du bist, glaube ich, ein bisschen lädiert, hast einen Ball ins Gesicht bekommen. Wie geht's dir? Ja, das war das Willkommensgeschenk vom Gausi. Er durfte wieder mittrainieren bei uns. Und da hat er gemeint, er müsste mir mal aus 3 Metern direkt ins Gesicht schießen. Und am Anfang hat es ein bisschen arg wehgetan, jetzt ein bisschen geschwollen noch. Mal gucken, wie es morgen aussieht. Es ist für dich ja auch, Tobi, nicht gleich das erste Trainingslager. Du hast, glaube ich, schon sehr, sehr viele Trainingslager mitgemacht. Bist ja ein alter Hase schon, obwohl du noch recht jung bist. Wie schätzt du das Trainingslager bisher ein? Wie kannst du bisher das Fazit ziehen? Ich freue mich immer wieder jedes Jahr auf die Frage von dir. Ne? Nee, man muss sagen, hier haben wir wirklich super Bedingungen. Wir haben ein riesen Hotel, gute Zimmer, wo wir uns gut ausruhen können. Das Essen ist natürlich auch sehr, sehr wichtig, gerade für uns, für die Regeneration und auch um wieder die Speicher aufzufüllen. Das ist auch alles vorhanden, kurze Wege zum Trainingsplatz und das sind die wichtigsten Kriterien für uns. Marius, du ist auch nicht dein erstes Trainingslager, du hast auch schon ein paar absolviert, noch nicht ganz so viele. Wie ist dein bisheriges Fazit? Ist es für dich noch was Besonderes, so ein Trainingslager, oder auch schon ein bisschen Routine? Ja, also Fazit, ich könnte es genau dasselbe aufzählen, wie Tobi gerade gesagt hat. Also es stimmt schon, wir haben wirklich super Bedingungen hier. Also es ist jetzt mit das Beste, was ich hier in Belek bisher erlebt habe. Was Besonderes in dem Sinne jetzt, dass für mich jetzt wie für den Raphael das erste Mal ist jetzt nimmer. Ich habe jetzt auch schon, glaube ich, 8. oder 9. Trainingslager. Aber immer wenn man überall irgendwo neu ist, dann ist schon immer was Tolles und was Aufregendes. Raphael, für dich ist es, glaube ich, das erste Trainingslager in der Form. Wie nimmst du das bisher wahr? Macht es noch Spaß? Ja, für mich ist in der Art das erste Mal, dass ich so ins Trainingslager fahre. Also für mich ist es relativ neu hier. Das Hotel ist super, ist der Wahnsinn und die Trainingsbedingungen sind super. Also mir wird auch nicht langweilig hier. Also zwischen den Trainingseinheiten gibt es auch viel, was man hier machen kann. Das Training, das Niveau ist natürlich ein bisschen höher als in der Amateurmannschaft, aber ich finde, ich komme ganz gut zurecht und das macht auf jeden Fall Spaß.